Ja, Walli, wo hast du das denn her? Warst du etwa im Vorratskeller? Mensch, Walli, das habe ich für dich versteckt. Das ist für Weihnachten gewesen. Meine Herren, naja, okay. Gut, guck mal hier den Ball. Das, weißt du, woher ich den habe? Ich war auf dem Flohmarkt gewesen. Du weißt ja noch den einen Tag. Da habe ich den mir gekauft. Und da habe ich bei Marie, die mir den verkauft hat, habe ich erzählt von dir, was wir hier machen. Und dann sage ich, der wird dich bestimmt so sehr freuen, dass er dich grüßt. Grüß mal die Marie, Walli. Schön, dann freut sich die Marie auch. Und wir müssen dann weiterzeichnen. Und zu Weihnachten muss ich dir noch was Neues besorgen. So, Halli, hallo, ihr Lieben. Wie wir sehen, habe ich hier einen Kreis gezeichnet. Und wir möchten heute einen Zwölfeck zeichnen. Auf meinem Kanal Keltische Knoten 36, wie man ein Sechseck zeichnet. Und das erkläre ich euch jetzt. Und daraufhin machen wir dann ein Zwölfeck. Und zwar einen beliebigen Kreis. Diesen Kreis hier, den habe ich mit 7,5 cm eingestellt. Vom Mittelpunkt bist du einmal rumgezogen. Nun verändern wir diesen Zirkel nicht und stechen in der senkrechten und in der waagerechten hier rein. Ganz genau dort. Und zeichnen uns hier. Steppen uns den hier an. Dann nehmen wir uns die andere Seite. Hier. Einsteppen. Auf der waagerechten links. Das ist dann hier. Und steppen uns das hier an. Gut. Und dann haben wir. Das sind 60 Grad. Und das sind 60 Grad. Und schon haben wir aus 90 Grad 30, 60, 90 Grad. Wir haben also schon das Zwölfeck. Das machen wir überall. Wir können aber auch überprüfen, wenn wir das jetzt so abgesteppt haben. Gehen wir jetzt hier rein. Dort. Ich muss das ein bisschen so. Dort gehen wir jetzt rein. Und stellen uns den Zirkel auf 30 Grad hier. Oder hier rauf ist auch egal. So. Ihr seht, okay. Wenn ich das so schräg habe, dann bin ich abgerutscht. So, jetzt überprüfen wir das, ob das wirklich 30 Grad sind. Steppen den hier rein. Ganz genau, so, sagen. Ja, sind es. Und von hier sind das auch 30 Grad. Ja, sind es. Und dann steppen wir uns das überall so ab, wie gesagt. Und wenn wir alle 12 Punkte miteinander verbinden, haben wir ein Zwölfeck mit einer geraden Linie. Jetzt ist es ja der Kreis. Das machen wir erst einmal und dann geht es weiter. So, wenn wir das auf den Weg gebracht haben, nehmen wir unseren Zirkel und nehmen uns auf den Zirkel 3,5 cm und steppen uns diesen, jeden zweiten, ab. Sodass wir dann quasi Einstichlöcher haben. Eins, zwei, drei. Ganz vorsichtig, weil das müssen wir wieder wegradieren. Und nun sehen wir, dass wenn wir hier auf 3,5 cm haben, ein Stichloch, ein Stichloch, ein Stichloch, ein Stichloch, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Einstichlöcher und hier auch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Immer oben, links und rechts und dann in der Mitte. Schaut euch das an und dann sehen wir uns auch schon wieder. So, und nun nehmen wir uns 2,75 cm auf den Zirkel.
Und nun nehmen wir uns 6,5 cm auf den Zirkel. So, und nun geht's drüber und drunter. So, Freunde, und nun kommt der Edding. Ihr seht, dass ich schon die Kreise vorgezeichnet habe. Jetzt brauchen wir nur noch etwas
wegradieren, ein bisschen schattieren und dann sind wir mit unserem Motiv fertig. So, Freunde, das ist das fertige Motiv. Ich habe das etwas schattiert, wie ihr seht. Ich möchte das so in dieser Schlichtheit belassen. Ich hoffe, dass ihr auch noch Spaß beim Zeichnen habt. Zeichnet das nach. Und ihr könnt es auch bunt machen. Und ich hoffe, dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, alles Liebe für euch. Danke fürs Zuschauen und tschüss.